Die deutsche Fußballhauptstadt heißt Kaiserslautern und der deutsche Meister 1. FCK erlebte einen überschwänglichen Empfang. Die Menschenmasse auf den Straßen brachte den Zeitplan völlig durcheinander. Die Fans, die auf dem Rathausplatz schon seit den frühen Morgenstunden ausharrten, mussten bei sommerlichen Temperaturen lange warten, bis die Meister endlich die Bühne betraten. Otto Rehhagel, der Meistermacher, erkam als einer der Letzten. Andreas Brehme, Weltmeister und Kapitän des FCK, er verabschiedete sich von seinen Fans und beendet seine Karriere. Mit dem 1. FC Kaiserslautern wurde in der Bundesliga-Geschichte zum ersten Mal ein Aufsteiger deutscher Meister. Vielleicht ein Rekord für die Ewigkeit.